Hallo, hier wollen wir dir kurz erläutern, wie du einen Firmenaccount erstellst und deine Mitarbeiter zu deiner Firma hinzufügst. Hierzu wechselst du ausgehend von der Projektübersicht in die Einstellungen, indem du die drei Punkte rechts unten bei iOS oder rechts oben bei Android betätigst. Unter dem Punkt Firmeneinstellungen kannst du nun deine Firmendaten eingeben. Die Daten kannst du jederzeit ändern, indem du rechts unten den orangenen Button mit dem Stift anklickst. Dein Firmenname wird vor allem benötigt, damit die Einladung für deine Mitarbeiter zur Firma richtig angezeigt werden kann. Deine Eingaben bestätigst du mit dem Häkchen rechts oben. Zurück in die Einstellung kommst du mit dem Pfeil links oben. Unter dem Link Firmenangestellte kannst du nun deine Mitarbeiter zur Firma hinzufügen und diesen verschiedene Rollen zuweisen. Neben der Rolle des Firmeninhabers gibt es noch den Projektleiter und den Mitarbeiter. Die jeweilige Rolle und ihre Zugriffsrechte kannst du sowohl beim Anlegen als auch beim Ändern des Accounts einsehen. In der obersten Zeile wird dein eigener Account und deine Rolle angezeigt, welche du in deinem Betrieb einnimmst. In unserem Beispiel siehst du bereits vorhandene Mitarbeiter-Accounts unter dem Firmeninhaber eingefügt. Weitere Mitglieder fügst du hinzu, indem du auf den Button mit dem Plus rechts unten drückst. In der neuen Maske fügst du jetzt die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein und weist ihm die vorbeschriebene Rolle zu. Wichtige Felder sind hier die Mail-Adresse und die Zuweisung der Rolle. Der Rest ist optional. Sobald du bei der Neuanlage des Mitarbeiters deine Eingabe mit dem Haken rechts oben bestätigst, erhält dieser eine Mail auf seine angegebene Mailadresse, dass er zur Firma eingeladen wurde. In der Mail ist zudem der Hinweis, sich entweder neu zu registrieren oder die App über den eingefügten Link neu zu starten. Sobald dein Mitarbeiter die App gestartet hat, wird auf dem Bildschirm die Einladung nochmals angezeigt mit dem Hinweis, dass alle seine bisherigen Projekte, auch eigene, auf die Firma übergehen. Dies muss er bestätigen, indem er die Einladung annimmt. Hierdurch wandert sein Account in der Ansicht Firmenangestellte von eingeladen hoch zu Mitglieder. Ab jetzt werden deine Mitarbeiter in allen Projekten vorgeblendet und können einfach mit einem Klick auf das Plus hinter dem Namen dem Projekt hinzugefügt werden. Bei aktuell bestehenden Projekten sind die bisherigen beteiligten Mitarbeiter auch automatisch weiterhin als Mitglieder in den Projekten mit drin.